Dies ist ein Lehrvideo, produziert von Leroy Sean Eibich, Maximilian Koch und Leon Stroh. Metallbauer in Fachrichtung Konstruktionstechniker, Werner von Siemens Schule, Lehrer Herr Greilich, Klasse 10 BS. Feilen ist Spanen mit wiederholter, meist gerader liegender Schnittbewegung. Das Werkzeug besitzt eine Vielzahl dicht hinter und nebeneinander liegender, geometrisch bestimmter Schneidezähne. Gefeilt wird vor allem im handwerklichen Betrieb und bei Reparaturen. Feilen bestehen aus dem Feilenheft, der Angel und dem Feilenblatt. Feilzähne können gefräst oder gehauen werden. Gefräste Feilen haben einen positiven Spanwinkel und somit schneidende Wirkung. Sie werden vorwiegend für weiche Werkstoffe verwendet, weil sie einen großen Spanraum und einen kleinen Keilwinkel haben. Bei harten Werkstoffen entstehen kleinere Späne. Man benötigt Feilen mit großem Keilwinkel und kleinen Spanraum. Diese Eigenschaften erfüllen gehauene Feilen. Sie haben einen negativen Spanwinkel und dadurch schabende Wirkung. Gehauene Feilen werden mit dem Aufhaumeißel hergestellt. Dabei wird der Werkstoff im Zahngrund verdrängt und zur Zahnspitze geschoben. In der Praxis spricht man nicht von Feilzähnen, sondern vom Hieb einer Feile. Nach dem Hauen oder Fräsen der Feile wird das Feilenblatt gehärtet und in die Angel angelassen. Hiebanordnung und Hiebarten. Einhiebige Feilen haben zur Spanabfuhr einen schrägen Hieb. Das heißt, alle Feilzahnreihen stehen unter einem Winkel zur Feilachse. Spanbrechernuten reißen den entstehenden Span ab, so dass nur kurze Späne entstehen, die besser weggeführt werden. Durch den schrägen Hieb neigt die Feile dazu, seitlich zu verlaufen. Beim gebogenen Hieb werden die Späne nach beiden Seiten geführt. Auch hier sind Spanbrechernuten eingefräst. Gehauene Feilen haben einen Kreuzhieb oder Doppelhieb. Der Oberhieb, der zweite Hieb, hat hierbei einen kleineren oder größeren Hiebteilung als der Unterhieb und ist unter einem anderen Winkel aufgebracht, damit keine Riefen entstehen. Die Kreuzhiebfeilen greifen leichter als einhiebige Feilen. Hiebteilung. Die Schlichtfeile wird zur Herstellung maßgenauer Werkstücke mit glatter Oberfläche verwendet. Der Abstand der Hiebe zueinander ist bei der Schlichtfeile geringer als bei der Schrumpffeile. Die Schrumpffeile eignet sich besonders für große Spanabnahme bei gleichzeitig geringer Anforderung an die Oberflächenqualität. Die Hiebteilung ist ein Maß für den Abstand der einzelnen Hiebe. Merksatz: Die Hiebteilung ist gleich der Anzahl der Hiebe pro Bezugslänge. Bei Feilen beträgt die Bezugslänge im Allgemeinen 1 cm. Je nach Hiebteilung und Länge des Feilenblattes werden die Feilen nach Hiebnummer eingeteilt. Die Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Oberflächenqualität, Hiebteilung und Feilenlänge. Bei einer langen Feile ist bei gleicher Hiebnummer die Hiebteilung kleiner als bei einer kurzen Feile. Feilformen. Es gibt eine Reihe von verschiedenen Feilformen. Am häufigsten wird die Flachstumpf-Werkstattfeile eingesetzt. Zur Herstellung besonderer Werkstückformen werden Feilen mit dazu passendem Querschnitt verwendet. Bild 1 zeigt eine Übersicht einiger Werkstattfeilen. Neben den Handfeilen kommen auch Sonderfeilen zum Einsatz. Bei einer Feilscheibe wird das Werkstück gegen die rotierende Scheibe gedrückt. Schaftfeilen
werden von einem kleinen Handmotor oder über eine biegsame Welle angetrieben. Mit ihnen lassen sich vor allem Nuten und Vertiefungen herausarbeiten. Normung. Die Pfeilformen Delta India November 85897 sowie die Pfeilbezeichnung Delta India November 7261 sind genormt. Zu genauen Bezeichnungen einer Pfeile benötigt man folgende Angaben: Länge, Hiebnummer und Querschnittsform. Bezeichnungsbeispiel: Eine halbrunde Werkstattpfeile mit 250 mm Länge und 13 Hieben, Hiebnummer 2, erhält zum Beispiel die Normbezeichnung Werkstattpfeile Echo 25022 Delta India November 7261. Pfeilwerkzeuge. Neben den bekannten Handpfeilen werden heute auch Druckluft- und Elektrofallgeräte verwendet. Sie eignen sich besonders für Entgradearbeiten an Stahl, Leichtmetall und Kunststoffteilen. Im Werkzeug- und Vorrichtungsbau erleichtern Pfeilmaschinen die Herstellung genauer Aussparungen. Kommen wir nun zu der Unfallverhütung. 4 Punkte der Unfallverhütung. Pfeilenheft mit dem Holzhammer aufschlagen. Vor dem Verwenden prüfen, ob das Pfeilenheft festsitzt. Werkstücke festspannen. Pfeilwerkzeuge an Maschinenpfeilen während des Betriebes nicht mit der Hand berühren. Quellen. Metallbau und Fertigungstechnik, Grundbildung. Von Manfred Kluge, erschienen im Jahr 2014 im Europa Lehrmittelverlag. 10. Auflage. Wir hoffen, Ihnen hat das Lehrvideo der Klasse 10BS von der Werner von Siemens Schule gefallen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.